Innovation Rockstars. Innovation Rockstars. Heute mit Jasmin Mattes und CTO und Vorstandsmitglied Andreas Schubert von der Hornbach Baumarkt AG. Hallo und herzlich willkommen im Innovation Rockstar Podcast. Heute haben wir die Hornbach Baumarkt AG im Interview hier. Einmal die Jasmin Mattes und den Andreas Schubert. Ich freue mich riesig auf euch. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Idealerweise stellt euch einfach kurz selber vor. Jasmin, vielleicht magst du anfangen. Ich bin Jasmin Mattes und ich bin seit 2002 bei Hornbach und ich bin direkt nach meinem Studium damals zum Unternehmen gekommen. Ich bin eigentlich Arbeits- und Organisationspsychologin und habe auch ganz klassisch in der Personalentwicklung angefangen, wobei ich da nicht so ganz lange war. Ich habe über einige Umwege in verschiedenen Bereichen im Unternehmen dann vor 3 Jahren meine Heimat bei Andreas im Ressort gefunden. Das ist das Ressort Technologie. Und hier bin ich verantwortlich für Technologieeffizienz, Prozesse und Methoden. Das ist ein bisschen ein sperriger Name für eine viel weniger sperrige Sache, denn es geht vor allem darum, dass wir innerhalb der Technologie schauen, dass wir auch mit Hilfe von Innovationen und Optimierungen unsere eigene Effizienz steigern, dass wir aber auch dem Unternehmen insgesamt helfen, mit Hilfe von Technologie effizienter zu werden. Sehr spannend, vielen Dank. Andreas Schubert, mein Name, ich bin seit 2004 bei Hornbach, sagen wir so gefühlt 30 Jahre. Durfte damals als Assistent beim Steffen Hornbach lernen und mich dann um unsere damals auch noch jungen Vertriebstypen 6 kümmern. Das sind die Märkte mit dem Drive-In. Anschließend hat man dann ein Team gesucht, das sich um den Aufbau von unserem E-Business-Geschäft kümmert. Und da war ich dann auch entsprechend mit dabei. Und vor so knapp 6 Jahren hat man sich dann entschlossen, diesen eher hippen E-Business-Technologieteil mit der klassischen IT in dem Ressort Technologie zu bündeln. Und da darf ich eben jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen unser Unternehmen von der technischen Seite voranbringen. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt ist ja so, zumindest aus meiner externen Sicht auf das Baumarktgeschäft, dass sich da, sage ich mal, die letzten 50 Jahre, das ist halt ein Baumarkt und da gibt es Konkurrenten und der Kunde geht eben dahin und kauft ein und das Sortiment verändert sich immer mal wieder und da gibt es eben auch Trends bei den Farben, bei den Formen, bei den Produkten. Und jetzt hat man aber so den Eindruck, dass die letzten paar Jahre sich die Veränderungsgeschwindigkeit ja doch stark erhöht hat. Zum einen beim Thema Technikeinsatz und Andreas, du hast es gerade ja schon erwähnt, auch im Bereich E-Commerce zum Beispiel oder E-Business. Und zum anderen aber auch bei der, sag ich mal, Intelligenz der Produkte, bei der Innovation auf der Fläche. Und da einfach mal grob reingefragt, wie geht ihr mit dieser Dynamik um und wie bereitet ihr euch auf Veränderungen vor? Und was für Erfolge habt ihr da vielleicht schon gesehen die letzten Jahre, wenn ihr mal auf den Hornbach an sich schaut? Ja, also Hornbach ist ja schon ein relativ altes Unternehmen, muss man ja dazu sagen. Wir sind ja ursprünglich 1877 gegründet worden und da haben wir uns natürlich über die vielen Jahrzehnte hinweg immer wieder weiterentwickelt und teilweise auch neu erfinden müssen. Unser erster kombinierter Bau- und Gartenmarkt wurde dann 1968 eröffnet. Das alleine war schon ein ziemlich großer Innovationssprung für uns, weil wir vorher zwar im Baustoffhandel auch unterwegs waren, aber eben beispielsweise auch Kläranlagen so verkauft haben und haben dann eben uns entschlossen, dieses Thema Baumärkte voranzutreiben. Wie man sieht, auch nicht ganz unerfolgreich. Anfang der 70er Jahre war das allerdings in der Baumarktbranche eher so eine Art DIY-Supermarkt, also so ein Do-it-yourself-Supermarkt. Sah auch in etwa so aus wie ein Supermarkt, niedrige Regale, schöne Facings und alles mit dabei, also an sich so ähnlich aufgebaut wie im Lebensmitteleinzelhandel. Und dann gab es durchaus eine gewisse Dynamik über die Jahre hinweg, gesagt, auch wenn man es vielleicht der Baumarktbranche gar nicht zuschaut. In den 80er und 90er Jahren war so ein großer Sprung. Da ging es bei uns dann darum, zu überlegen, was der nächste Entwicklungsschritt für dieses Geschäft sein kann. Und wir sind dann auf das Thema Projekt gekommen, beziehungsweise eingestiegen. Und in der Konsequenz daraus haben wir unsere ganzen Märkte zu sogenannten Warehouse-Stores umgebaut. Also sprich, um Projekte gut realisieren zu können, wollten wir sicherstellen, dass unsere Kundinnen und Kunden ausreichend Waren zur Verfügung haben, das Sortiment natürlich auch passt. Und auch der Preis spielte da eine sehr wichtige Rolle. Deshalb wir uns dann auch entschieden hatten, eine Dauertiefpreisstrategie bei uns einzuführen. Vorher waren wir auch mit Rabatten und Angeboten unterwegs
Und das war dann schon eine gewisse Revolution bei uns im Unternehmen und ein großer Innovationssprung. Ja, und Anfang der 2000er Jahre gab es dann in der Baumarktbranche einen weiteren Shift. Da ist dann das Thema Technologie gekommen. Ja, wir wissen ja alle, dass der ein oder andere Händler angefangen hat, Bücher zu versenden. Ja. Und zum Zweiten kam das Thema Service noch ziemlich zum Tragen. Und vor dem Hintergrund haben wir uns natürlich dann überlegen müssen, wie wir damit umgehen, sowohl vom stationären Baumarkt her, als eben auch von der technologischen Seite, und zu überlegen, welche Chancen stecken da eigentlich für uns drin, um weiterhin nachhaltig für unsere Kunden relevant sein zu dürfen. Und letzten Endes geht es ja genau darum bei der Innovation, dass man relevant für seine Kunden ist und es schafft, damit sogar auch noch Geld zu verdienen. Aber vielleicht würde ich dann die Jasmin übergeben, die was das Thema Prozessentwicklung auch im Sortimentsbereich einiges dazu sagen kann. Ja, das ist ein Thema, das sich überall durchzieht. Und das Interessante ist ja, wenn man an Innovationen denkt, denkt man meistens erstmal an Produkte. Bei uns zum Beispiel an die Wohnwelten. Die sehen immer total cool aus und auch in der App, die man dazu benutzen kann, dass man sich andere Wandfarben oder andere Tapeten angucken kann. Das ist das, was man typischerweise mit Innovationen verbindet. Bei Hornbach allerdings habe ich als erstes eine ganz andere Berührung mit Innovationen gehabt, nämlich 2005 das Thema Toyota-Produktionssystem. Also die Sicht, die Toyota auf eine sehr revolutionäre Art und Weise auf die eigenen Prozesse hat und wie man die eigenen Prozesse kontinuierlich optimieren kann und vor allem auch optimieren sollte, um einen Wettbewerbsvorteil zu kriegen. Das kam von Andreas damals dann mehr oder minder in Buchform bei mir auf den Schreibtisch und basierend darauf haben wir uns dann überlegt, wie man das für einen Händler adaptieren kann. Das war bei uns deswegen unter anderem so ein innovativer Gedanke, denn Händler sind, wer Händler kennt, nicht unbedingt Unternehmen, die Prozesse und Standards mit Erfolg gleichsetzen oder als Erfolgsgaranten sehen. Und ja, wir sind als Unternehmen zu dem Zeitpunkt auch stark gewachsen und unsere Abläufe und Strukturen sind nicht mehr ganz so hinterhergekommen. Deswegen haben wir das an der Stelle auch ganz dringend gebraucht, also Innovationen an bei unseren Prozessen und in unseren Prozessen. Und dann, was ich dabei immer denken muss, das war, als wir damals Lego-Autos benutzt haben, um den Kollegen auf einer Tagung zu demonstrieren, warum man auf eine bestimmte Art und Weise sehr erfolgreich und schnell diese Autos bauen kann. Und man kann eine chaotischere und weniger kommunikativ abgestimmte Art und Weise benutzen, die also sozusagen unsere eigenen Prozesse damals dargestellt und symbolisiert hat, mit der man dann nicht ganz so erfolgreich ist, was und nicht ganz so gute Ergebnisse erzielen kann. Das war eine echt coole Tagung und das war auch ein Startschuss dafür, für uns zu sagen, okay, vielleicht sollten wir mal bei uns selbst innovieren, unsere Prozesse uns angucken, unsere Strukturen uns angucken, dieses Toyota-Produktionssystem auf uns adaptieren und bei uns anwenden. Und ja, das war das erste Mal, dass ich mit dem Thema Innovation bei Hornbach zu tun hatte. Und das war auch der Punkt, wo wir, also Andreas und ich, dann angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Ja, also bei dem, was Jasmin gerade angesprochen hat, können wir jetzt erstmal denken, was da Standards und Innovation eigentlich miteinander zu tun haben. Das sind aber ganz klar aus unserer Perspektive heraus Themen, die wirklich eng zusammengehören. Ja, ohne ein gutes Ergebnis oder ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung, die ich habe, geht es natürlich nicht. Gleichzeitig muss der Weg dahin so effizient sein, dass man damit eben auch Geld verdienen kann. Es hilft mir nichts, wenn ich extrem effizient bin, aber am Ende sich keine Sau für mein Produkt interessiert. Das ist natürlich dann nicht sehr hilfreich. Und andersrum ganz genauso, wenn ich ein tolles Produkt habe, aber sehr ineffiziente Prozesse, dann kann ich am Ende des Tages damit kein Geld verdienen. Und ich brauche dieses Geld ja auch, um immer wieder neu innovieren zu können. Ja, schon allein aus dem Grund, weil ja nicht jede Innovation erfolgreich ist. Und daher gehören diese Themen zusammen. Man muss sich jetzt also, soll ich sagen, mit dem, was man heute tut, das Geld verdienen, um innovativ unterwegs sein zu dürfen. Ich kann da vielleicht auch nochmal auf das Beispiel von unserem Typ-6-Markt zurückkommen, also den Märkten mit den Drive-In. Als wir uns da 2001, 2005 intensiv in der Zeit mit dem Thema beschäftigt haben, ging es natürlich vor allem darum, wie wir uns hier am besten aufstellen können, um diesen neuen Service- und Bequemlichkeitsgedanken
besser transportieren zu können. Ohne dabei allerdings, was gut gelaufen ist, mit den Warehouse-Stores die wesentlichen Vorteile zu verlieren. Ja, also Preis, Sortiment, Verfügbarkeit. Und damals haben wir uns dann sehr intensiv mit anderen Ländern auseinandergesetzt, Baumarktbetreibern, Baustoffhändlern und Einzelhandelskonzepten, wie die mit dem Thema Bequemlichkeit, Convenience umgehen und haben dann beispielsweise in Schweden oder Amerika verschiedenste Konzepte uns angeschaut und geguckt, wie wir das nutzen können, um unsere eigenen Sachen besser zu gestalten, beziehungsweise auch zu gucken, wo liegen eigentlich die konkreten Schmerzpunkte für unsere Kunden und wie können wir mit unserem Konzept da einen Beitrag leisten, um besser dazustehen als vorher. Weil wir wollen ja nicht einfach nur verändern und innovieren, sondern wir wollen ja was Besseres damit erreichen. Und auf die Art und Weise sind wir dann eben zu unseren Märkten mit dem Drive-In gekommen und haben dann den ersten großen Baumarkt mit 20.000 Quadratmeter entwickelt, 2003 dann auch in Schweden eröffnet, in Göteborg, um genau zu sein, wo man dann eben mit dem Auto im Baustoffbereich an die Regale ranfahren konnte, bequem einladen und natürlich auch direkt wieder raus konnte, was unterm Strich einen massiven Zeitgewinn gebracht hat und damit natürlich auch einen positiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Wesentlicher Knackpunkt, was man dabei immer beachten muss, ist, dass es auch hier ja Prozesse gibt, die entscheidend dafür sind, ob es funktioniert oder nicht. Weil ja sowohl unsere Kunden als auch die Mitarbeiter hier mit einem neuen Betriebskonzept konfrontiert waren. Und da muss man die Leute und auch die Kunden ja erstmal heranführen. Es kann dann, oder in unserem Fall dann schon mal ein, zwei Saisons, also Jahre gedauert, bis auf der Kundenseite diese Vorteile auch verstanden wurden. Ja, also macht man ein Beispiel vielleicht fest, wenn man Gas vorher eingekauft hat, wuchtet man es aus dem Auto raus, auf dem Plattenwagen beispielsweise, fährt über den Parkplatz, geht rein, muss noch anmelden, dass man die mit reinbringt, die Flasche, holt sich dann entsprechendes Gas, muss durch die Kasse wieder zurück, über den Parkplatz das Ding wieder einladen. Wenn man jetzt in den Drive-In reinfährt, dann ist die Sache in 5 bis maximal 10 Minuten mit allen Elementen eigentlich erledigt. Und da hilft es natürlich, wenn man so eine Innovation hat und die erleben kann, damit man versteht, was da einfacher und besser geworden ist. Und für die Mitarbeiter hilft es natürlich, in dem Kontext zu verstehen, wo es hier die Vorteile für die Kunden auch gibt, um hier auch als Kommunikator auf der Fläche dann dienen zu können. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass solche Veränderungsprozesse an der einen Stelle im Markt, ja, wir haben ein Drive-In mit dran gebaut, an ein bereits gutes, funktionierendes Konzept, dass das wiederum massiv Auswirkungen dann auch auf die bisherigen Betriebsmodelle hatte. Also beispielsweise das Sortiment oder die Prozessgestaltung oder auch die ganze Logistik, die Warenlogistik im Markt beispielsweise. Und da kam beispielsweise auch wieder die Jasmin ja ins Spiel und vielleicht möchtest du da noch 2, 3 Sätze dazu sagen. Ja, in puncto Kaufprozesse gab es einen Innovationsprozess, der dann definiert hat, wie neue Produkte und zusammenhängende Services in den Markt kommen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann mal angeguckt, wie Warenpräsentation und Kundenbewegung eigentlich ineinander greifen. Also wenn jemand beispielsweise bei uns ein Gartenhaus kauft, wo muss der dann überall hin im Markt? Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass das Schrittziel von so einer Apple Watch total schnell erreicht war, bis jemand im Markt alles zusammen hatte. Und wir haben noch ein Problem festgestellt, nämlich bei der Warenpräsentation. Also je nachdem, mit wem man es da zu tun hatte, ob das ein Lieferant war oder welcher Lieferant oder ein Merchant, also sprich unser Einkauf, sah das dann auch immer anders aus. Also wir hatten nicht wirklich klare Richtlinien dafür und war ein bisschen zufällig. Und ja, es wurde uns klar, dass wir für den Kunden sicherstellen müssen, dass er weiß im Punkto Gartenhaus, wenn du das machen willst, dann brauchst du das und das und das. Und das findest du im Markt dort und in dieser und jener Bevorratung. Ja, wie gesagt, das gab's nicht, also war klar, müssen wir machen. Und ich war dann diejenige, die sich mal verschiedene Händler im In- und Ausland angeguckt hat. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mich mit einigen Leuten auszutauschen und auch viel zu lernen. Und dann habe ich das auf uns adaptiert, weil nur weil es bei anderen funktioniert, heißt es ja noch lange nicht, dass es für uns das Richtige ist.
Und also am Anfang den Prozess auf Papier gemalt, eine Halle gemietet, Regale reingestellt, Stapler, eine Werkstatt eingerichtet, ein paar Macs für die Grafik. Ja, und haben dann unsere Organisation aufgebaut. Und es war am Ende schon sehr erstaunlich zu sehen, wie Innovation an der Stelle funktioniert. Also sprich, dass man ein Jahr, nachdem man erstmal nur Kästchen auf dem Blatt Papier gemacht hat, den Schlüssel in der Hand hält und eine richtige Halle aufschließt. Also sich unsere dort dann zu sehen, wie unsere Präsentationsentwicklung zukünftig stattfinden wird. Das war ein wirklich spannender Moment. Und es ist auch heute noch so. Also wir haben das Innovationszentrum, wo wir auch heute immer noch unsere Warenpräsentationen aufbauen. Ja, das ist sehr beeindruckend. Also was ich jetzt mal so mitnehme von euch mal so zusammengefasst. Ihr guckt auf der einen Seite nach den Prozessen. Und zwar sowohl in der klassischen Supply Chain, sag ich mal, ne? Also wie optimieren wir die Prozesse in der Supply Chain? Zum Zweiten aber auch nach dem Kaufprozess. Also wie geht der Kunde durch seinen kompletten Prozess durch in der Informationsfindung, dann im Markt selber, auch wahrscheinlich im E-Commerce dann. Also das wirklich komplett integriert zu betrachten. Andreas, du hast auch erzählt, ihr guckt quasi, wo die Schmerzpunkte sind beim Kunden und ihr versucht, nach einer Veränderung rauszufinden, sag ich mal, was ist wirklich besser geworden, was hat sich verändert. Ihr schaut quasi, Jasmin, hast du erzählt, dass ihr mit diesen Modulentwicklungen eben auch in der Lage seid, relativ, würde ich mal behaupten, agil und auch mit einer gewissen Geschwindigkeit, sag ich mal, ganz dedizierte Dinge immer wieder zu optimieren oder auch komplett neu aufzustellen. Was ihr zum Zweiten noch erwähnt habt, ist das Thema Produkte versus Service versus Technologie, sag ich mal, ne? Also Andreas, du hast eben den E-Commerce erwähnt, was ja quasi im Baumarktgeschäft auch ein komplett neues Business war, zumindest in den 2000er Jahren und was heute ja wahrscheinlich enorme Wachstumszahlen auch hat, ja? Und da muss eben auch nicht Technologieeinsatz in einem ganz neuen Bereich her, auch neue Logistik und so weiter. Jasmin, du hast erzählt von dem Lego-Thema, also da steckt da so viel Design Thinking auch drin, ne? Und eben diese Deep Consumer Insights und so weiter. Das ist ja schon ziemlich Best Practice, ne? Wenn man das mal so aus meiner Warte sagen darf. Also erstmal Respekt dafür. Ja, nee, ich meine, es ist ja durchaus interessant, mal zu sehen, wie Innovation im echten Leben läuft, ne? Also ich meine, du hast ja immer die Playbooks und du hast ja deine Kreativmethoden und so weiter, aber das wirklich in die Umsetzung zu bringen, das macht ja dann doch den riesen Unterschied aus und das ist vielleicht der eine Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dieses Durchhalten, ne? Also Andreas, du hast von dem neuen Marktkonzept erzählt, viel größer als vorher mit Drive-Thru Features und so weiter. Wie lange muss man denn so planen, bis man wirklich feststellen kann, das funktioniert? Oder wie lange gebt ihr euch da, bevor ihr sagt, okay, ganz ehrlich, das scheint irgendwie im Markt nicht so zu greifen, wie wir da erwartet haben. Lass uns da einen Cut machen und zurück auf Start zu gehen. Also wie viel Flexibilität habt ihr denn da oder wie viel Durchhaltevermögen braucht man denn, um sowas wirklich in den Markt reinzubringen? Ja, danke, Marc. Also das ist auch nochmal eine sehr spannende und auch eine sehr gute Frage. Ich möchte es mal folgendermaßen vielleicht formulieren. Das Entscheidende am Ende des Tages ist ja, was unsere Kundinnen und Kunden damit machen. Also wenn die sich am Ende nicht dafür entscheiden, bei uns zu kaufen, uns als ihre relevanten Ansprechpartner zu sehen, rund um die Themen Heim, Haus und Garten, dann können wir so viel von unseren Ideen überzeugt sein, wie wir wollen. Es wird halt nicht erfolgreich sein. Also so ganz nach dem Motto, der Köder muss ja am Ende des Tages dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und es bedeutet natürlich auch, dass man ein gewisses Durchhaltevermögen braucht, um im Zweifelsfall auch den Kunden oder Mittel und Wege zu finden, um den Kunden zu vermitteln, was die Vorteile davon sind. So ähnlich wie mit dem Beispiel mit dem Drive-In vorhin. Und dafür braucht es einfach gute Prozesse. Und gute Prozesse sind es dann, wenn es sich selbstständig oder selbstverständlich anfühlt. Also ganz einfach ist letzten Endes. Und sowas einfach zu machen, ist natürlich brutal schwer. Also da muss man echt dranbleiben und wirklich Durchhaltevermögen beweisen. Weil diese letzten Prozent, die dafür sorgen, dass eine Lösung wirklich einfach für den Kunden sind, die sind natürlich immer mit viel Hirnschmalz und viel Ausprobieren und viel Experimentieren und auch Verarbeiten von Rückschlägen wichtig, ja, also
da muss man wirklich, wirklich gut dranbleiben. Ich kann das vielleicht auch nochmal an dem Beispiel von dem Webshop machen. Als wir damals mit dem E-Business-Geschäft angefangen haben, da stellte sich natürlich auch die Frage, wie gehen wir jetzt das Ganze an? Welche Relevanz hat das eigentlich für unser Geschäft und für unsere Kunden dann auch nachhaltig? Insbesondere dann, wenn wir, wie in unserem Fall, mit dem stationären Baumarktgeschäft unglaublich erfolgreich waren über die Jahre hinweg. Und da stellt sich natürlich erst recht die Frage, warum soll ich jetzt mein hart verdientes Geld in etwas Neues stecken, wenn ich doch eigentlich in meinem stationären Umfeld so erfolgreich bin und meine Kunden auch wirklich immer wieder gerne bei mir einkaufen. Und ich muss ja auch irgendwo mein bestehendes Geschäft am Laufen halten, also auch da wieder Geld in Renovierungen, neue Module, neue Sortimente, was auch immer investieren, um auch das frisch und attraktiv für die Kunden zu halten. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen Stakeholder, die hinten dran hängen. Also da kommt schon auch mal dann die Frage auf, naja, wenn jetzt so ein neues Geschäftsmodell kommt, beispielsweise ein Webshop, der nimmt mir doch erstmal Umsatz weg, wenn ich Marktleiter bin oder Marktleiterin. Das finde ich dann vielleicht nicht ganz so prickelnd. Vor dem Hintergrund ist natürlich dann wirklich genau zu überlegen, wenn ich ein altes und neues Geschäftsmodell habe oder auch aufbauen möchte, was kann ich denn tun, um das gut miteinander zu verzahnen? Also gibt es eine Möglichkeit, das, was man neu tut, eben so aufzubauen, dass gleichzeitig auch das bestehende Geschäftsmodell richtig gut unterstützt wird? Also in unserem Fall, wenn man jetzt an unsere Märkte denkt, wir hatten die Märkte ja weiterentwickelt. Ja, nochmal das Beispiel mit dem Typ-6-Markt. Wir hatten Preis, Sortiment und Verfügbarkeit schon gut im Griff. Dann kam das Thema Bequemlichkeit und Service durch den Typ-6-Markt noch mit dazu. Und genauso müsste an sich auch im Online-Shop beziehungsweise im Webshop E-Business dann laufen. Weshalb wir uns dann schon ganz genau überlegt hatten, was wird denn besser dadurch, dass wir so einen Webshop aufbauen? Was bringt uns also dieses Internet mit all seinen Möglichkeiten auch für das bestehende Geschäft? Also nicht nur an sich, sondern eben auch für das bestehende Geschäft. Und wie können wir von der ganzen Geschichte in Summe profitieren? Und natürlich damit verbunden auch die Frage, sind wir gut genug aufgestellt, so etwas zu tun? Und an der Stelle muss ich dem Steffen Hornbach einfach nochmal ein Riesenkompliment machen, der damals sehr schnell verstanden hat, an welchen Stellen uns so ein Internetansatz, so ein, wir nennen es der Interconnected Retail-Ansatz, hilft, dass wir uns bei Hornbach weiterentwickeln können, um gut unterwegs zu sein. Nur ein Beispiel, ja, wir haben eine Dauertiefpreisstrategie und wenn ich das Internet nutze und die Möglichkeit habe, einen Online-Preisvergleich einsetzen zu können, dann ist das ein ganz großes Geschenk, ja, weil wir auf einmal faktisch direkt nachweisen konnten, dass wir richtig gute Preise haben. Da hat die Transparenz enorm geholfen, also wirklich enorm geholfen. Und eine zweite Thematik ist natürlich auch in so einem Kontext, wenn ich Projekte machen möchte, gibt es eigentlich eine Vielzahl von Produktkombinationen, die ich brauche, um erfolgreich mein Projekt zu realisieren. Und physische Märkte sind einfach platztechnisch begrenzt. Ja, wir haben so um die, je nach Marktgröße, irgendwo zwischen 45.000 und 60.000 Artikel lagermäßig vorhanden. Und ab und zu fehlt halt dann das eine oder andere Produkt, das mir helfen kann, mein Projekt zu realisieren. Und online bin ich ja mehr oder weniger unbegrenzt. Und da haben wir im Online-Shop, sprechen wir über ein paar hunderttausend Artikel, mit denen wir dann agieren können. Das hilft natürlich den Kunden dann, seine Produkte besser zu realisieren. Das macht auch das Verkaufen im Markt einfacher, weil ich ja nicht daran scheitere, dass ich dem Kunden keine Lösung bieten kann. Im schlimmsten Fall kriegt das halt einfach dann ein paar Tage später zugeschickt oder kann es dann auch im Markt abholen. Ja, also vor dem Hintergrund, als wir damals mit dem Webshop gestartet sind, waren wir irgendwo zwischen ein Teil der Leute, die Zweifel hatten an diesem neuen Modell und ein Teil der Leute, die voll überzeugt waren, dass es uns weiterbringen wird. Allerdings immer halt mit dem Blick auch darauf, das stationäre Geschäft entsprechend zu unterstützen. Und das bedeutete für uns beispielsweise in der Konsequenz dann auch, wenn ich einen Webshop einführe, ein E-Business-Geschäft, dass wir jedem Kunden auch eine physische Zuordnung eines Marktes gegeben haben. Also jeder Kunde hatte dann auch einen Markt, der in der Nähe war. Also manchmal, wenn wir da jetzt nicht vor Ort vertreten waren, dann ist halt der nächstgelegene Markt zugeordnet worden. Aber es gab immer eine physische Zuordnung zum Markt. Und ja, dann haben wir, was das Durchhaltevermögen betrifft, vielleicht da noch eine Ergänzung. Als wir 2010 dann die ersten Artikel im Direktversand verkauft haben, das waren
Werkzeuge und Maschinen, ein paar hundert Stück, die wir da als Online dann hatten. Ja, also was soll ich sagen, der Erfolg war übersichtlich. Ne? Also wir hatten in den ersten Wochen und Monaten im Schnitt vielleicht so 5 bis 6 Bestellungen pro Tag und den Umsatz brutto, ein bisschen noch aufgehübscht mit den Versandkosten noch dazu, die Kunden übernommen haben, von ein paar tausend Euro. Ja? Also ich durfte dann in der Vorstandssitzung jeden Montag berichten, was denn jetzt eigentlich mit unseren prognostizierten großen Umsätzen ist, wann die denn eigentlich kommen. Gern begrüßt wurde ich in der Zeit dann auch mit, hey, unser Cashburner ist da oder da ist ja unser Inhouse-Praktiker. Also man muss ja vielleicht dazu sagen, dass Praktiker damals zu der Zeit pleite gingen. Also das hat schon gezeigt, dass da, soll ich sagen, ein gewisses Durchhaltevermögen da ist. Und es hat natürlich auch gleichzeitig dazu geführt, dass man sich bewusst machen muss, an welchen Stellen passt es eben noch nicht. Woran muss ich arbeiten, um so ein Konzept zum Erfolg zu führen? Wo muss ich reifen? Und ich muss mich natürlich auch der Frage stellen, wann hört man denn auf damit, wenn es nicht funktioniert? Ja? Und solche Fragen sind ja auch durchaus berechtigt, gerade weil man die Euro ja nur einmal ausgeben kann. Und wenn ich mich jetzt natürlich rückblickend nur darauf beschränke, den Blick auf die Gegenwart zu richten, dann ist so eine Frage sogar doppelt berechtigt. Da muss man auch wieder sagen, trotz aller Zweifel an uns hat uns damals der Steffen Hornbach auch wieder extrem den Rücken gestärkt, was in der Situation unschätzbarer Wert war, weil er eben auch davon überzeugt war, dass das, was uns bisher erfolgreich gemacht hat, nicht unbedingt das ist, was auch uns in der Zukunft erfolgreich machen wird für unsere Kunden. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, weiter zu experimentieren, Schritt für Schritt daran zu arbeiten, die einzelnen Bausteine zusammenzubekommen, das Sortiment zu erweitern, gute Bilder von den Lieferanten zu erhalten, die logistischen Prozesse aufzustellen und so weiter. Ja. Es war durchaus nicht einfach, aber mit der entsprechenden Unterstützung und der harten Arbeit dran hat es ganz gut funktioniert. Und manchmal gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Ne? Also ich habe da auch ein Beispiel mal vielleicht noch. Und zwar, ich hatte so eine Wette auf die Zukunft gemacht. Wir haben uns natürlich immer die Zahlen angeguckt, von woher kommen eigentlich unsere Kunden? Welche Devices nutzen sie? Ja? Kommen sie also über mobile Seiten, kommen sie über Google, über was auch immer? Und hatten 2011 etwa 6% Anteil von Kunden, die über mobile Devices auf die Webseite gekommen sind. Ich bin damals auch nochmal zum Steffen Hornbach hin und habe gesagt, na gut, hör zu, ich bin überzeugt, wir brauchen eine mobile Version unserer Webseite und für das Geschäftsjahr 2012 bin ich mir ziemlich sicher, dass wir von diesen 6 auf die 15% kommen werden. Und dafür brauche ich Kohle, damit wir das umsetzen können. Jetzt war mein Chef nicht direkt so begeistert davon und meinte dann, naja gut, wir können ja Folgendes machen. Du kriegst von mir dieses Geld für dieses Jahr und wenn du dann zum Jahresende nächsten Jahres, also knapp 12 Monate später, dann tatsächlich diese 15% nicht erreichst, dann musst du eben im nächsten Jahr schauen, wie du mit einer entsprechenden Budgetreduzierung zurechtkommst. Wir hatten dann im November 2012, also knapp 12 Monate später, etwa 13% und das Weihnachtsgeschäft hat mich dann gerettet, weil als dann ganzen iPads und iPhones und sonstigen Mobilgeräte verkauft wurden, sodass wir im Dezember dann tatsächlich 16% Anteil hatten. Also neben der harten Arbeit gehört sicherlich auch ein bisschen Quäntchen Glück dazu und natürlich auch die Bereitschaft, die Dinge zu reifen und die wichtigen Sachen zusammenzubringen und wirklich alles dafür zu tun, es zum Erfolg zu führen. Und trotzdem ist genauso wichtig zu überlegen, was eine vernünftige Exit-Strategie in dem Kontext bedeutet. Und an der Stelle kann vielleicht auch nochmal die Jasmin ein bisschen was dazu sagen, weil für Arbeiten im Sortiment beispielsweise ist sowas einfach zwingend. Jasmin, vielleicht möchtest du da noch einen Satz sagen? Ja, natürlich gibt es ein paar sogenannte No-Brainer, wenn es um Sortimente geht. Da macht man sich gar nicht viele Gedanken. Das wird eingelistet und ausgerollt, kommt in die Märkte und in die Shops und das geht relativ problemlos. Natürlich zimmerst du auch an einem Testprozess mit einer vordefinierten Hürde, die du erreichen musst. Also wenn du die am Ende nicht erreichst, sprich wenn der Kunde sagt, das ist eine nette Idee, aber es bringt nichts, dann musst du dir auch sehr schnell überlegen, was du jetzt machst. Das Thema Exit-Strategie ist nicht nur bei Produkten und Service-Ideen eine wichtige Sache, sondern auch
bei Projekten. Wir merkten das zum Beispiel bei dem einen oder anderen großen Projekt, wo man sich im Vorhinein überlegen muss, weil es nicht einfach ist, wie man am Ende vielleicht wieder rauskommt, beziehungsweise wo man aussteigen müsste. Ich habe vor Jahren mal den Begriff Exit Champion gelesen. Sprich, dass man idealerweise immer auch jemanden außerhalb des Projekts oder einer Innovationsidee haben sollte, der mit einem ganz nüchternen Blick von außen auf die ganze Sache guckt. Wenn man nur die hat, die für eine Sache brennen und die davon überzeugt sind, dass man das Richtige tut, dass das Projekt das Richtige ist, dann ist das schön für das Projekt, weil man das ja braucht. Man muss durchhalten in einem Projekt. Man muss den Tal der Tränen auch mal durchschreiten können. Aber wenn man nur diesen Innenblick hat, dann verliert man schnell den Blick dafür, realistisch einzuschätzen, welche Produkte und Ideen und Innovationen man wirklich weiterverfolgen sollte oder eben nicht. Und so eine Exit-Strategie zu haben und sich auch hart daran zu messen oder eben einen Exit-Champion zu haben, der auch mal ganz klar und eindeutig sagt, da ist keine Kurve nach oben zu sehen. Egal, was ihr da jetzt noch macht, es gibt keine Rechtfertigung, an der Stelle noch weiterzumachen. Das ist für das Fortbestehen des Ganzen absolut wichtig. Man muss mit einer Exit-Strategie arbeiten, die man im Vorfeld auch einrichten muss. Wir machen das bei technischen Produkten, wir machen das bei Services, bei Sortimenten, weil einfach klar ist, wenn der Kunde es nicht will und dann will er es eben nicht und das muss man akzeptieren. Also mir gefällt der Begriff Exit Champion doch sehr gut, muss ich sagen, habe ich so auch noch nie gehört, finde ich einen ganz großartigen Ansatz. Andreas, du hast gesprochen von einer Wette auf die Zukunft, ja? Und wie man diese Wette eben entsprechend einlösen kann oder eben auch muss und da durchaus auch Risiken eingeht. Also eben wie das Beispiel in den 15%, was nachher dann 16 geworden sind. Also Respekt, ich hätte, glaube ich, die komplette Belegschaft aufgefordert, einfach mal mit dem Mobile bitte permanent den Webshop aufzurufen und alle Freunde und Bekannte noch zu motivieren. Aber wenn es dann so durchs Weihnachtsgeschäft noch geklappt hat, also großen Respekt dafür. Naja, Mike, also ganz so machen wir das natürlich nicht bei Hornbach. Ja. Also da gehen wir schon sehr ehrlich miteinander um. Es hilft ja auch gar nichts, sich in die Tasche zu lügen, ja. Gerade bei dem Thema Innovationen. Das dicke Ende kommt dann einfach zum späteren Zeitpunkt, wenn man vorher nicht ganz ordentlich und sauber arbeitet. Jetzt habt ihr vor 10 Jahren genau, wie ich jetzt gerade gelernt habe, mit dem Webshop angefangen. Und jetzt macht ihr 2020 das nächste große Fass auf, wie ich gelernt habe, nämlich das Thema Smart Home. Oder macht ihr wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger. Jetzt würde man ja von außen betrachtet, also aus meiner Warte sagen, ja gut, Smart Home, das ist ja eher so ein Thema für ein Google oder für ein Amazon oder wer auch immer sagt, ich vernetze jetzt quasi die Menschen auch zu Hause und habe dann eben mit Audio auf Zuruf und Sensorik und Temperatur und weiß ich nicht was. Und ihr geht aber da ganz aktiv in das Thema rein, auch mit eurer Brand. Und vielleicht einfach mal so ins Blaue reingefragt, warum eigentlich? Also ihr müsst ja unglaublich viel Ideen haben, was man so alles machen könnte an neuen Dingen, ob das eben, wie gerade gesagt, Prozesse sind, ob das neue Technologien sind, ob das Konzepte sind in den Baumärkten bei euch, online und so weiter. Und dann muss man sich ja irgendwann entscheiden und macht dann was. Und jetzt macht ihr das Thema zum Beispiel, dann vielleicht 2 Fragen dazu. A, warum dieses Thema? Und B, wie sortiert ihr euch, dass ihr sagt, okay, da tun wir Geld hin, da tun wir auch richtig viel Aufwand rein, das riskieren wir, da wetten wir auf die Zukunft und an der Stelle machen wir es zum Beispiel nicht? Ja gut, Mike, da fange ich vielleicht mal mit dem ersten Teil an und das Priorisieren beantwortet dann, denke ich, idealerweise mal die Jasmin. Also das Zentrale an der Stelle, warum wir uns mit Smart Home auseinandersetzen, hast du eigentlich mit deiner Frage vorhin schon beantwortet. Warum sollen wir anderen, ähnlich wie es mit dem Webshop der Fall war, das Feld überlassen? Ja? Also wir wollen ja der zentrale Ansprechpartner rund um Heim, Haus und Garten sein. Und dafür gehört es natürlich, sich auch damit auseinanderzusetzen, was ist relevant für unsere Kunden. Da kann es Komponenten geben, wo wir sagen, ja, das ist nicht unser Geschäft. Also zum Beispiel die elektronischen Komponenten selbst zu entwickeln oder so, ja, oder Geräte da entsprechend zu bauen. Nichtsdestotrotz, wir müssen uns schon damit beschäftigen, was interessiert unsere Kunden nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Jahren und was passt zu uns und wie können wir
unsere Relevanz für die Kundinnen und Kunden nachhaltig sichern. Und natürlich kann man nicht in die Zukunft gucken, ja, um zu sagen, was das kommen wird und was sein wird. Aber ich kann sie aktiv mitgestalten. Und wenn ich das Gestalten anderen überlasse, was die Zukunft betrifft, dann ist man unter Umständen eigentlich immer hinten dran. Da gibt es einen schönen Spruch von einem geschätzten Mentor von uns, der hat zu uns immer gesagt, ja, also entweder du magst den Staub oder du frisst den Staub. Also entweder fährst du vorne weg oder du bist hinten dran. Und dieses Hinterherlaufen ist brutal anstrengend. Und wenn wir die Relevanz für unsere Kunden behalten wollen, bedeutet es eben auch, dass wir das eine oder andere tatsächlich auch ein bisschen proaktiv ausprobieren müssen. Natürlich wissen wir jetzt nicht, ob so etwas erfolgreich ist. Aber egal, was passiert, wir werden auf alle Fälle mitlernen. Ja, was unsere Kunden davon halten, was unsere Kundinnen davon halten, was, ob sie es gut verkaufen lässt durch unsere Mitarbeiter, durch unsere Kanäle, die wir an der Stelle haben. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, es zu reifen und besser zu machen. Wir haben also immer die Möglichkeit, davon zu lernen. Und wenn man nochmal zurückblickt auf die Entwicklung, die wir mit dem Webshop gemacht haben, da würde heute auch keiner mehr drauf verzichten wollen. Ja? Also weder im Unternehmen noch auf der Kundenseite. Auch wenn wir das vor 10 Jahren niemals gedacht hätten vielleicht, dass das alles in der Form sich entwickelt. Da braucht man bloß mal an die Marktanteile schauen. Ja? Im Wettbewerbsvergleich mit den stationären Wettbewerbern, da lagen wir im letzten Geschäftsjahr noch, also das aktuelle ist ja bei uns noch nicht vorbei, ist erst im Februar beendet, bei ungefähr 11,4%. Im Online-Umfeld bezogen auf diese klassischen DIY-Umsätze haben wir dagegen fast 30% Marktanteil gehabt. Also das sieht man schon, dass so eine Thematik sich über die Jahre hinweg, die vielleicht vorher keine wirklich praktische Relevanz hatte, über die Jahre extrem gewachsen ist und damit auch Relevanz für unsere Kunden und im zweiten Schritt damit natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Unternehmen bekommen hat. Ja, und zum Thema Priorisierung würde ich wieder direkt an die Jasmin übergeben. Ja, hier gibt es mehrere Komponenten und eine davon kennst du ja auch, Mike. Wir haben ja schon an der einen oder anderen Stelle mit iTonics gearbeitet und arbeiten ja auch immer noch mit euch. Und auch wenn wir natürlich nicht in die Zukunft blicken können, versuchen wir einen einigermaßen strukturierten Blick auf die Wahrscheinlichkeiten der Zukunft zu werfen. Das tun wir natürlich unter anderem mit eurem Trendradar und dem Technologieradar und versuchen dann in dem Kontext irgendwie zu antizipieren, was unsere Kunden in der Zukunft gut und wichtig finden werden. Denn das sind die Dinge, die für uns natürlich schon eine höhere Priorität und Relevanz haben. Die eine wichtige Achse, wenn es darum geht, Prioritäten abzuleiten, das ist unsere Einschätzung dessen, was der Kunde will. Und dabei eben auch Kundenstimmen einzufangen. Und die andere Achse ist was eher Profanes, nämlich die gute alte, ganz allgemeine Kosten-Nutzen-Abschätzung. Also die machen wir natürlich, um sagen zu können, ob wir was nachverfolgen oder nicht. Oder auch, ob es einen besseren Zeitpunkt dafür gibt. Ja, das sehen wir uns auf jeden Fall an. Und wir versuchen dann also die Priorisierung so in allererster Linie aus der Sicht des Kunden zu fahren. Und darüber hinaus natürlich auch mit einem Blick über den Tellerrand, nicht nur das Geschehen im Handel, sondern auch eine generelle Entwicklung, wie beispielsweise neue Konsumententrends mit einzubeziehen. Also immer mit dem Abgleich, ob wir dafür aktuell gut aufgestellt sind, was wohl kommen wird, oder ob wir was ändern müssen. Und wenn nicht, wenn wir was ändern müssen, dann überlegen wir uns natürlich, was konkret müssen wir denn tun. Am Ende bringen wir das Ganze auf eine grobe Roadmap, damit wir einen Überblick haben, was wollen wir wann in nächster Zeit alles tun. Das heißt dann nicht, dass wir unsere Priorisierung nicht auch mal ändern. Also wenn zum Beispiel ein Virus auftaucht, der komplett alles über den Haufen wirft, was wir so geplant hatten. Aber da muss ich auch sagen, es war für mich in den letzten Monaten auch eine ganz gute Erfahrung zu sehen, dass, wenn es drauf ankommt, wir echt sowas von adaptiv sein können. Also das, ja, wir waren echt gut in der Lage, schnell dann den richtigen Fokus zu setzen für den Kunden und ganz schnell das zu tun, was genau jetzt in der Lage in Land XY, weil wir sind ja in mehreren Ländern, eben auch das Richtige ist und gut geht. Also da haben wir in der Vergangenheit auch echt gut funktioniert. Jasmin, Andreas, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Da waren auch für mich ganz, ganz viele Erkenntnisse dabei, die mir so nicht klar waren.
Was ich mitgenommen habe, ist der Exit-Champion auf jeden Fall. Was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall das Wetten auf die Zukunft, das Durchhalten, aber auch die Agilität und Flexibilität und natürlich auch die Methodik, die ihr da anwendet. Sehr erfolgreich die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, kann man ja inzwischen sagen. Vielleicht als allerletzte Frage an jeden von euch. Was war denn ganz persönlich euer größter Innovation-Rockstar-Moment? Jasmin? Das war für mich, als die Halle von unserem Innovationszentrum fertig eingerichtet war und ich den Schlüssel in der Hand hatte und den ersten Abend alleine durchgelaufen bin und dann gesehen habe, dass etwas, was ich vor ein paar Monaten auf Papier gemalt habe, jetzt im echten Leben dasteht und ich da wirklich durchlaufen kann. Großartig. Danke. Andreas? Ja gut, also da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschen. Denn diesen einen Innovation Rockstar Moment hatte ich bisher glücklicherweise noch gar nicht. Ja, für mich ist das eher so ein Weg, weniger im Sinne von, da gibt's jetzt ein Highlight und danach geht's ja bloß noch bergab. Ja, also, sondern für mich ist das eigentlich mehr so ein Weg und ich bin auch froh, dass ich diesen Weg immer noch gehen darf. Und ein Aspekt, der vielleicht auch noch wichtig ist, ich sehe es wirklich als Privileg an, auf diesem Weg über Jahre hinweg immer wieder von unheimlich vielen tollen Menschen habe lernen dürfen, was es eben bedeutet, innovativ zu agieren. Und ich habe da auch wirklich sehr viele Lektionen mitgenommen, ob das jetzt vom Steffen Hornbach beispielsweise war oder anderen tollen Mentoren, ja, zum Beispiel auch von der Jasmin. Insofern ist es wirklich eher ein Weg nach vorne. Und eine Erkenntnis, die ich da auch noch mitgenommen habe, ist, was der Henry Ford, ich denke, das kennen die meisten ja auch, als er damals gesagt hat, ja, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie vermutlich gesagt, schnellere Kutschen mit 2-3 Pferden mehr und weichere Sitze in den Kutschen. Die meisten hätten vermutlich nicht gesagt, sie wollen ein Auto. Und damit kommen natürlich dann auch solche Themen zur Geltung, wie, dass man auf die Zukunft gewisse Wetten abschließen muss, aufgrund der Beobachtungen, die man bei seinen Kunden gemacht hat. Und dann das Thema reifen und zum Erfolg führen. Das heißt auch, dass es ab und zu wirklich wichtig ist, da Mut zu zeigen und sich zu zeigen und zu sagen, hey, ich bin absolut davon überzeugt und wenn ich alles dafür tue, wird es auch gelingen, dass ich die Zukunft so gestalten kann, dass das kommt, von dem ich überzeugt bin. Das war jetzt in meiner bisherigen, jetzt ist mal Innovationslaufbahn, eine der wichtigsten Lektionen. Ja? Also in den entscheidenden Momenten wirklich ein bisschen Mut zu zeigen, und aber auch gleichzeitig alles dafür zu tun, dass das auch dann funktioniert. Ja, und insofern hoffen wir einfach mal, dass in den nächsten Jahrzehnten noch viele solche Innovationssituationen und Momente kommen, die einfach richtig viel Spaß machen. Also diese ganzen Innovation-Rockstar-Momente. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Das nehme ich auch nochmal mit, die Zukunft gestalten, nach vorne blicken, immer positiv bleiben. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Ich drücke euch die Daumen. Kommt gut durch die Pandemie. Stay safe und hoffentlich bald mal wieder im echten Leben. Danke euch. Ciao, ciao. Alles Gute. Innovation Rockstars. Das waren die Innovation Rockstars Jasmin Mattes und Andreas Schobert im Gespräch mit Dr. Mike Durst über das Innovationsmanagement bei der Hornbach Baumarkt AG. Noch mehr spannende Beiträge unserer Podcast-Reihe findest du auf unserer Webseite www.innovation-rockstars.show.